Greener Heat. Unter diesem Hashtag kämpft Mariam Klaren seit einem Jahr jeden Tag für ihre Mutter Nahid Taghavi. Die Deutsch-Iranerin sitzt im Evin-Gefängnis, dem bekanntesten Gefängnis in ganz Iran, berüchtigt für Massenhinrichtungen, Folter und sexuelle Übergriffe. Unterstützung in ihrem Freiheitskampf erhält sie vom Menschenrechtsexperten Martin Lessentin. Schönen guten Morgen. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Bevor wir miteinander sprechen, alles, was Sie medial und öffentlich sagen, kann Auswirkungen haben auf die Inhaftierung Ihrer Mutter? Richtig. Und mit dieser Vorrede fangen wir einmal ganz vorne an. Wie kam es denn zur Inhaftierung Ihrer Mutter in Iran? Meine Mutter Nahid Taghavi ist Doppelstaaterin, wie Sie schon eben gesagt haben. Und sie reist bereits seit 10-12 Jahren zwischen dem Iran und Deutschland, seit sie in Rente ist. Ihre Familie lebt da. Sie hat auch mittlerweile eine eigene Wohnung in der Hauptstadt Teheran und verbringt meistens 4-5 Monate im Jahr im Iran bei ihrer Familie und den Rest des Jahres hier bei uns in Deutschland. So war es auch, dass sie im Oktober 2019 zurück in den Iran reiste. Am Morgen des 16. Oktober 2020 habe ich das letzte Mal mit ihr gesprochen. Ich befand mich im Urlaub an der deutschen Nordsee, habe ihr Fotos geschickt. Sie hat mir gesagt, dass sie noch einkaufen gehen wird, also ein sehr normales Gespräch zwischen uns. Und ich habe ihr gesagt, dass wir am nächsten Morgen zurück nach Köln fahren werden und ich mich dann bei ihr melden werde. Als ich am Abend des 16. Oktober ihr Bilder vom Urlaub noch schickte und noch eine Sprachnachricht schickte, sah ich, dass ihr WhatsApp-Status online ist, sie aber nicht antwortet, was sehr untypisch für sie war. Ich habe mir dabei aber ehrlich gesagt nichts gedacht, als sie am nächsten Mittag immer noch nicht sich zurückgemeldet hat und auch nicht auf Telefonate reagierte, machte ich mir große Sorgen. Sie hat Bluthochdruck und ist Diabetikerin, nicht, dass sie in der Wohnung umgekippt ist. Aber ganz kurz, Ihre Sorgen galt dem gesundheitlichen Zustand? Absolut. Sie hatten keine Vermutung, dass irgendwas anderes passiert? Nein, ich habe keine Sekunde lang daran gedacht, dass es das sein wird, was es am Ende war. Ich habe dann ihre Brüder angerufen, die leben in Shiraz. Shiraz ist so 800-900 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Ich habe die gefragt, wann habt ihr das letzte Mal mit meiner Mutter gesprochen? Auch am Mittag dieses 16. Oktober. Ich sage, ich erreiche die nicht, ruft mal die Nachbarn an. Die haben die Nachbarn angerufen, die mit meiner Mutter im Apartment wohnen. Die sagten, die Tür ist zu, wir wissen es nicht. Jedenfalls, als wir keine Informationen erhielten, haben meine Onkel sich zum Flughafen begeben und sind nach Teheran geflogen. Sie sind dann in ihre Wohnung rein und da erschloss sich ihnen ein Bild, als hätte es einen Raubüberfall gegeben. Die Schränke waren umgeworfen, die Bücher lagen auf dem Boden, der Teppich war rausgerissen, die Matratzen waren aufgeschnitten. Und im Schlafzimmer meiner Mutter ist ein Sekretär, wo ihr Laptop, ihre Unterlagen und so sich befinden, die waren nicht da. Jetzt muss man dazu sagen, in unserer Welt hier in Deutschland würden wir an einen Raubüberfall denken. In einem totalitären Regime gehen sofort die Alarmglocken von Familienangehörigen an, weil die meisten wissen, kann sein, dass das eine Verhaftung war. Jedenfalls sind sie erneut zu der Nachbarin gegangen und haben gesagt, die Wohnung sieht aus, was ist denn hier passiert gestern Abend? Und hat die Nachbarin gesagt, ich wollte es am Telefon nicht sagen. Nahid Taghavi ist mit circa 12 Männern abgeholt worden in einem Krankenwagen. Ich muss jetzt dazu sagen, Krankenwagen werden gerne benutzt, um zu vertuschen, dass es eine Verhaftung ist. Aber jeder weiß das im Iran, dass wenn Männer im Krankenwagen kommen, es Verhaftungen sind. Sie ist abgeholt worden und wahrscheinlich ist sie verhaftet worden. Am nächsten Morgen haben sie telefoniert, waren hier und da und sind am Ende vor dem Amt des Evin-Gefängnisses angekommen. Dort hat man ihnen gesagt, Nahid Taghavi ist hier. Sie befindet sich in Isolationshaft und es handelt sich um einen sogenannten Sicherheitsfall. Wenn Sie das so erzählen, das klingt für jemanden wie mich, der in Deutschland sehr behütet aufgewachsen ist, klingt das wie aus einem Kinofilm. Ich habe den neuen James-Bond-Film gesehen. Das klingt, als könnte das daraus sein. Das ist ja unvorstellbar für Menschen, die dazu keinen Bezug haben, wie für mich. Wie kann es denn sein, dass eine Frau, die zwei Staatsangehörigkeiten hatten, also die iranische und eben auch die deutsche, wie kann es sein, dass die überhaupt im Iran verhaftet wird? Im Iran kann jede Frau und jeder Mann jederzeit verhaftet werden. Wir sehen nicht nur am Beispiel von Nahid Taghavi, die auch deutsche Staatsbürgerin ist, sondern an vielen anderen Beispielen, auch zum Beispiel mit Staatsbürgern anderer europäischer Staaten oder auch der Vereinigten Staaten oder Australiens, dass das Vorgehen
der Autoritäten im Iran sich überhaupt nicht darum schert, ob jemand nun Doppelstaatler oder nur Iraner ist oder aber ob eigene Gesetze und Vorschriften übertreten werden. Es gibt Sitten, die im Grunde aus Traditionen herauskommen, Religion geworden sind, die sich zum Beispiel in der Scharia, der islamischen Rechtsordnung, wiederfinden, die der Iran in sein staatliches Recht eingefügt hat und tatsächlich danach auch Urteile spricht. Was ist das Besondere an dieser Rechtsprechung da? Das Besondere ist, dass hier Elemente der Scharia genutzt werden, um eine Herrschaft von Mullahs, von Männern, über eine Gesamtgesellschaft zu rechtfertigen. Beispiel: Im Iran kann ein Todesurteil ausgesprochen werden, weil jemand den Islam verlässt und sich einer anderen Religion zuwendet. Ähnlich wie Homosexualität oder angeblicher Ehebruch mit dem Tod bestraft werden können, ebenfalls mit der Steinigung. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Bewegt sich ein Bürger nicht innerhalb dieses Scharia-Rahmens, gilt er als Gefährdung der nationalen Sicherheit, gilt er, bekommt den Anklagepunkt Propaganda gegen den Staat und wird festgenommen. Das heißt, ich möchte nochmal betonen, dass man sich das vorstellen muss. Du bist isoliert in einer Zelle unter den schlimmsten Konditionen, die weißer Folter gleichkommen, und wirst jeden Tag 10 bis 12 Stunden von Geheimdienstagenten, während deine Augen verbunden sind, verhört. Das war die Situation, die meine 66-jährige Mutter ganze 7 Monate ausgesetzt war. Die Konditionen in dieser Isolationshaft sind unmenschlich. Also kleine Zellen ohne Bett, ohne Kissen, ohne Matratzen, mit einer Decke. Du wirst 24 Stunden von einer Kamera überwacht. Sobald du die Zelle verlässt, bekommst du eine Augenbinde aufgesetzt. Keine Bücher. Komplett isoliert von der Außenwelt. Du weißt nicht, welches Recht habe ich, warum bekomme ich keinen Rechtsanwalt und was wollen die hier von mir? Und dieser Situation standzuhalten und kein falsches Geständnis abzugeben, was passieren kann und wofür ich sogar Verständnis habe, ist eine Kunst. Meine Mutter hat kein Geständnis abgegeben. Meine Mutter hat sich durch Selbstmotivation, durch Gespräche mit mir, durch Gespräche mit ihrem Bruder. Sie durfte ab dem 3. Monat relativ regelmäßig mit uns 2-3 Mal die Woche 5 Minuten telefonieren. Dagegen gehalten. Sie hat einmal zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, ich solle mir keine Sorgen machen, lediglich ihr Körper sei im Irwin-Gefängnis, ihre Gedanken seien frei. Und so hat sie es irgendwie geschafft, dieser Situation standzuhalten. Wofür hat sie sich denn angreifbar gemacht? Das ist im Iran relativ schnell und einfach, sich angreifbar zu machen, indem man kritische Gedanken hat, über diese kritischen Gedanken spricht, indem man diese Scharia-Gesetze in Frage stellt, indem man das Recht von Frauen, von Menschen, von religiösen Minderheiten, von ethnischen Minderheiten, ein Recht denen geben will, macht man sich im Iran in diesen Hardliner geführten Autoritäten angreifbar. Also das geht sehr schnell. Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter sich im frauenrechtlichen Bereich immer sehr engagiert hat, schon aus ihrer Historie heraus. Sie war studentische Aktivistin in den 70ern. Ihr Mindset hat sich nie verändert. Sie ist eine Feministin. Anfang der 80er Jahre, als sie gerade mal Mitte 20 war, und ich geboren war, ich bin im Iran geboren, ist mein Vater leider verstorben bei einem Autounfall. Sie ist mit mir alleine nach Deutschland gekommen. Sie hat mich alleine großgezogen. Sie ist Architektin, beziehungsweise sie war Architektin, bis sie in Rente gegangen ist. Und eine sehr intellektuelle Frau, eine sehr weltoffene Frau. Sie hat immer zu mir gesagt, du darfst deine Augen nicht verschließen, du lebst hier in deiner Blase. Hier ist alles super und alles fein, aber da draußen sind Menschen, die müssen jeden Tag auf das Recht, ihre Meinung zu äußern, Internet zu benutzen oder sonst irgendwas immer, laufen sie Gefahr, dafür bestraft zu werden. Jetzt ist ein Urteil gesprochen worden. Einmal ganz prägnant, wie lautet das Urteil? Meine Mutter ist Anfang August zu 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden auf Grundlage der beiden Anklagepunkte Führung einer illegalen Organisation und Propaganda gegen den Staat. Martin Lessentin, wie nimmt man so ein Urteil auf? Wie nehmen Sie als Menschenrechtler so ein Urteil auf und ist das gerechtfertigt? Das ist ein Horrorurteil.
10 Jahre, 8 Monate für eine 66-Jährige, die sich in Wirklichkeit nichts hat zu Schulden kommen lassen, die nur deswegen Gefangene ist, weil mit ihr ein Spiel getrieben wird, weil eine Geiselnahme stattfindet, um damit Deutschland unter Druck zu setzen, weil sie einen Staat herausgefordert hat, in Anführungsstrichen, der sich nur deswegen herausgefordert fühlt, weil sie als Frau frei spricht und frei denkt. Das darf in der Islamischen Republik Iran nicht sein. Sie haben das eben gesagt, eigentlich, und das ist die nächste Dimension, ist das Ganze eine Art Geiselhaft. So, warum genau wird Ihre Mutter in Anführungsstrichen als Geisel dort gehalten? Was verspricht sich der Iran davon? Der Iran weiß natürlich, es handelt sich hier um eine deutsche Staatsbürgerin. Und das macht für diejenigen, die mit Deutschland ein Geschäft machen wollen, ein aus menschenrechtlicher Sicht schmutziges Geschäft, eine solche Person zu einer lukrativen Geisel. Das heißt, der Iran ist bereit, irgendwann eine Strafe zu reduzieren oder Haftbedingungen zu verändern, wenn Deutschland auf die Knie fällt und ihm ein wichtiges anderes politisches, wirtschaftliches Zugeständnis macht. Jetzt, wenn wir uns umgucken, hier sind überall Hashtag Free Nahid. Das ist die große Kampagne. Denn natürlich, Sie kämpfen seit einem Jahr jetzt jeden Tag für Ihre Mutter. Was genau machen Sie? Ich habe an dem Moment, wo ich erfahren habe, dass meine Mutter inhaftiert ist, stand ich vor der großen Frage und Entscheidung, gehst du damit an die Öffentlichkeit oder nicht? Weil manchmal kriegt man auch empfohlen von gewissen Behörden, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, damit man der stillen Diplomatie nicht im Wege steht. Reden wir ganz konkret einmal, natürlich macht man sich in solchen Fällen schlau beim Auswärtigen Amt und bei Botschaften und sowas. Also natürlich sind Sie nicht ohne Gespräch gewesen. Nein, ich kommuniziere mit dem Auswärtigen Amt auch seit dem Tag der Inhaftierung mehrfach die Woche. Die sind über jeden Schritt, jede Krankheit, die meine Mutter in der Haft entwickelt, jede Willkür informiert. Für mich war aber klar, dass ich an die Öffentlichkeit gehen muss. Mittlerweile weiß ich von anderen ehemaligen politischen Gefangenen, dass das dazu führt, dass wenn ein Gefangener Prominenz entwickelt, der Druck vom Gefangenen weggenommen wird. Weil das Letzte, was der Iran will, ist, dass einem Faustpfand etwas passiert. Weil er hat ja einen Wert. Ich bin 4 Tage nach der Inhaftierung meiner Mutter, habe ich Herrn Lesentin gefunden, die IGFM gefunden. Und da haben wir angefangen. Wir haben soziale Medienkanäle angelegt, von Twitter über Facebook. Wir haben den Hashtag Free Nahid kreiert. Wir sind mit der ersten Pressemitteilung rausgegangen. Und so entwickelte sich das Ganze, dass das zum Glück immer größer wurde. Die deutschen Medien fingen an, darüber zu berichten, aber auch ausländische Medien. Man kommt mit NGOs in Kontakt. Man lernt Familien anderer Doppelstaater, die inhaftiert ist, kennen. Ich habe mittlerweile Kontakt mit fast allen Familien. Wir planen gemeinsame Aktionen. Also das Ganze fängt irgendwann an zu leben. Ich sitze heute hier und spreche mit Sat.1. Also das hätte ich mir vor einem Jahr auch nicht vorgestellt. Meine Mutter hat vom ersten Tag an zu mir gesagt, sprich über das, was mir hier widerfährt. Sei nicht leise, mach auf alle Fälle aufmerksam. Und solange sie da mit mir Hand in Hand geht und die Medien mitgehen und die NGOs mitgehen, werde ich den Weg auch weitergehen. Kriegt sie denn ihren Kampf richtig mit? In der Isolationshaft selbstverständlich nicht, da war es sehr, sehr beschränkt. Aber mittlerweile weiß sie sehr viel, absolut. Sie weiß genau, dass der Hashtag Free Nahid getrendet ist. Sie weiß, dass sie ein Fall bei Amnesty International und bei der IGFM ist. Sie weiß, dass ich viele Interviews gebe. Einige, die mittlerweile im Gefängnis sind, die draußen waren, als sie inhaftiert wurde, haben ihr auch vieles erzählt. Ja, sie weiß ganz genau, dass sie mittlerweile ein mediales Gesicht ist. Sind Sie jetzt die Aktivistin geworden, die Ihre Mutter früher schon war? Das ist eine, ja, die Antwort ist ja. Also ich war bis vor einem Jahr eine ganz normale Frau, die ihr Leben gelebt hat. Und mittlerweile würde ich mich als politische Aktivistin bezeichnen. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, meine Mutter, sie sagt es auch immer wieder, könnte nicht stolzer auf mich sein. Bei aller Tragik natürlich schön zu wissen. Martin Lesentin, noch einmal, das ist die laute Form von Protest und von Freiheitskampf. Wir haben es eben kurz gehört, das Auswärtige Amt verfolgt eine andere Strategie. Können Sie was darüber sagen, wie die Verhandlungen sind? Wir wissen, dass das Auswärtige Amt das Thema oder das Schicksal Nahid Taghavi mit der iranischen Seite kommuniziert.
Aber wir wissen natürlich nicht die Umstände und Details, wie das geschieht. Gibt es eine Reaktion des Auswärtigen Amtes auf den lauten Protest von Ihnen? Sagen die, halten Sie meinen Beifall? Nein, so okay. Konkret nicht. Nein, nein. Das Verhältnis zwischen mir und dem Außenministerium ist sehr speziell. Ich glaube schon, dass Das ist Diplomatie, was Sie jetzt machen. Das ist Diplomatie. Ich glaube, dass ich schon der Stein in deren Schuh bin, dass ich bei jedem Bericht abhole, was die denn heute getan haben. Ich spreche dort mit Beamten. Ich spreche nicht mit Heiko Maas. Wie ist denn der aktuelle Status? Wie geht's ihr jetzt und wann haben Sie das letzte Mal mit ihr gesprochen? Ich habe das letzte Mal heute mit ihr gesprochen. Wir dürfen dreimal die Woche 10 Minuten telefonieren. Natürlich sind diese Telefonate nicht frei. Läuft man Gefahr, dass sie abgehört werden. Das heißt, ich achte schon immer darauf, was ich sage und sie genauso. Wenn ich sagen soll, wie es ihr geht, mental geht es ihr soweit gut, aber physisch leider nicht. Sie hatte vor einigen Wochen Corona bekommen im Frauentrakt. Alle Frauen haben das bekommen, alle sind in den Hafturlaub geschickt worden, nur sie nicht, die Doppelstarterin nicht. Vor einigen Wochen hat man uns dann doch Hafturlaub versprochen, weil sie eine dringende Rückenoperation benötigt. Wir haben auch die Kaution hinterlegt, also meine Familie, leider hat man sie nicht in den Hafturlaub geschickt. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass Verhandlungen zwischen Deutschland und Iran dann doch nicht so laufen, wie der Iran sich das wünscht. Und das wird auf der Rücken im wahrsten Sinne des Wortes meiner Mutter ausgetragen. Also körperlich mache ich mir sehr große Sorgen um sie. Sie hat halt auch Bluthochdruck, Diabetes, Corona-Infektion und jetzt eine diagnostizierte, dringend notwendige Operation. Aber mental macht sie das Beste draus, gemeinsam mit den Frauen, mit denen sie da ist. Und ich bin froh, dass ich mit ihr sprechen kann und dass ich mich immer selber vergewissern kann, wie es ihr geht. Wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es vergleichbare Fälle, von denen man was ableiten kann, was vielleicht eine Perspektive wäre? Es gibt vergleichbare Fälle bei den Doppelstaatlern. Ich möchte auf Pastor Said Abedini da hinweisen. Der konnte nach 2 Jahren Haft freigekauft werden. Er war Iraner und Amerikaner. Es gibt den Fall von Iranern, die Unterstützung bekommen haben, gerade von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, auch im Rahmen von übernationalen Kampagnen. Der Menschenrechtsverteidiger Abdul Fattah Soltani zum Beispiel, der ein sehr bekannter Fall gewesen ist, konnte damit aus dem Gefängnis geholt werden. Er kann inzwischen sogar wieder seinem Beruf als Rechtsanwalt nachgehen. Und es gibt natürlich auch andere Fälle, die immer noch in der Schwebe sind. Und leider ist Nahid Taghavi ein Fall, der in der Schwebe ist, wo offenbar ihr Gewicht halt so groß ist, dass man sie als Verhandlungsmasse noch ein bisschen missbrauchen und nötigen möchte. Und wir hoffen natürlich und tun in unserer Öffentlichkeitsarbeit auch unser Möglichstes, dass wir den Druck so stark und anhaltend gestalten können, dass es für den Iran am Ende der bessere Deal ist, sie rauszulassen. Und das soll eben möglichst bald geschehen. Wir haben zum Beispiel eine Briefmarkenaktion gestartet. Da haben Künstler ihr Porträt gezeichnet. Solche Briefe gehen in den Iran, solche Briefe gehen auch an unseren Bundesaußenminister. Das ist ein gültiges Postwertzeichen und wir freuen uns natürlich über jeden, der dem Beispiel auch noch folgt und hilft, ein bisschen mehr Öffentlichkeit, ein bisschen mehr Druck mit dem Ziel ihrer Freilassung herzustellen. Also der öffentliche Kampf geht weiter. Sie werden nicht aufhören, laut zu sein. Sie auch nicht. Und die stille Diplomatie geht auch weiter. Wie fühlt sich das an, nicht genau zu wissen, dass es eine Perspektive richtig gibt? Ich versuche eher in Etappen zu denken und nicht daran zu denken, was ist in 2 Jahren, was ist in 3 Jahren. Ich habe für mich gelernt, dass ich mich nicht in einem Sprint befinde, sondern in einem Marathon. Natürlich ist die Ungewissheit schrecklich, natürlich gibt es sehr viele dunkle Momente, aber ich versuche eher positiv zu denken, den Kampf weiterzuführen. Ich habe in dem letzten Jahr so viele wundervolle, solidarische Menschen kennengelernt, die mit mir diesen Weg gehen und von daher versuche ich positiv in die Zukunft zu blicken. Also Hashtag Free Nahid bleibt weiterhin die Kampagne und man kann die unterstützen, man kann die teilen und laut werden und darauf hinweisen, dass es zu Unrecht Menschen gibt, die in Iran und in anderen totalitären Systemen festgehalten werden oder als Geisel gehalten werden. Was auch immer kommt, ich drücke die Daumen, dass sie weiterhin frech und laut und mutig sind und dass es gehört wird von vielen Menschen und gesehen wird. Also vielen Dank, dass Sie die Geschichte mit uns geteilt haben, dass wir heute hier sein dürfen, dass Sie uns mitgenommen haben.
Und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie heute Morgen wieder dabei waren. Seien Sie nächstes Mal dabei bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Ich freue mich nämlich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag.